Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Für unsere Elf stand heute das letzte Saisonspiel der laufenden Regionalliga-Saison 2017-2018 auf dem Plan. Vor heimischem Publikum empfing man die TuS aus Koblenz und wie das Spiel gelaufen ist, sagt uns jetzt zunächst mal Björn Lennebach. Ja, Janine, vielen Dank. Das war für unsere Elf kein besonders versöhnlicher Saisonabschluss. Es gab nämlich heute, wie Janine schon erwähnt hat, vor heimischer Kulisse gegen die TuS aus Koblenz eine 4:0 Niederlage und dazu auch noch einen Platzverweis für den zuletzt so stark aufspielenden Fatih Köksal. Insgesamt also kein wirklich schöner Tag für unsere Elf, ganz besonders vor dem anstehenden Pokalspiel hier vor heimischer Kulisse in der UrsaFam Arena am kommenden Montag, beziehungsweise Montag in einer Woche gegen den ersten FC Saarbrücken. Ja, und Janine, wer weiß denn jetzt nochmal, was Leo Grech und der Trainer sich für das Spiel gegen den FC Saarbrücken vorgenommen haben? Ja, wie immer Till Hust. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Leo, viel hattet ihr euch vorgenommen heute im Spiel gegen Koblenz, das letzte Saisonspiel, am Ende 0:4. Warum war es heute am Ende so deutlich? Ich glaube, wir haben heute gut angefangen bis zum Gegentor. Ja, wir haben, ich glaube, drei gute 100% gehabt. Wir haben kein Tor geschossen. Das war ein Spiegelbild von der ganzen Saison, wo wir viele gute Chancen haben und dann im Endeffekt kein Tor. Und dann so ein dummes Gegentor, das 2:0 auch so. Und ich glaube, danach, nach der roten Karte, war schon nicht mehr drin. Und ja, im Endeffekt, die zweite Halbzeit war ein sehr schlechtes Spiel, ja. Ist das vielleicht auch so ein bisschen Kopfsache? Koblenz reist an und spielt noch gegen den Abstieg. Für euch geht es in der Liga zumindest gegen, ja, um nichts mehr? Das könnte sein, ja, aber wenn wir so mit solchen Einstellungen zum Pokalfinale gehen, lieber zu Hause bleiben und im Sofa und vielleicht ein Spiel zu schauen. Ja. Dann wollen wir ein bisschen jetzt auf nächste Woche blicken. Saarbrücken hat heute 7:1 in Steinbach gewonnen. Nächste Woche Montag am Feiertag spielt, du hast gerade angesprochen, im Pokal gegen Saarbrücken. Wie blickst du auf das Spiel? Was muss sich ändern? Ja, ich glaube, vieles, ja. Wie wir das heute Halbzeit gespielt haben, das war gar nichts, wie gesagt. Und wir müssen vieles anderes und vieles Gutes machen, ja. Ich glaube, haben wir ein paar Tage vor diesem Spiel und dann jeder sich selber muss hinterfragen, ja. Was hat heute gut oder schlecht getan? Und die gute Sache wiederholen und die schlechte Sache also einfach auf die Seite lassen, ja. Es war eine Saison voller Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Jetzt so nach der Saison, wie würdest du auf die Saison zurückblicken? Ja, hast du so gesagt. Ja, wir waren nicht konstant. Wir waren gute Momente haben wir erlebt und sehr schlechte Momente. Wir haben im Endeffekt auch so, wenn wir schauen, keine richtige Startelf gefunden. Wir waren so viele Spieler, waren so Stammspieler, ein paar Spiele und dann wieder weg. Und dann kommt eine neue, ja. Und so turbulente Saison auch, wo viele Abgänge haben wir gehabt während der Saison. Und im Endeffekt waren wir nicht so kompakt als Mannschaft. Und, ja, wir haben vieles Schlechtes diese Saison gemacht, ja. Dann gab es ja unter der Woche auch noch schöne News. Du hast deinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. In den Medien hieß es, der Kapitän bleibt an Bord. Warum bleibt er denn an Bord? Weil ich wollte immer noch Fußball spielen und ich will so nach so einer Saison nicht meine Karriere beendet, ja, weil war sehr schlecht diese Saison, wie gesagt, was ist von unserem Anspruch immer vorne mit dabei zu spielen und diese Saison, wir waren, ich glaube, beste Performance war Vierter, ja, und das für uns ja, als Favorit war so wenig und ich will einfach nicht so aufhören und der Verein hat mir so ein Angebot gegeben zu ein weiteres Jahr und ich habe es sofort genommen, ja, weil ich fühle mich sehr wohl hier, ja, mit meiner Familie und wie gesagt, ich will was erreichen hier mit dem Verein und ich hoffe, dass für nächste Saison können wir eine gute Kader bauen und dann, ja, vorne mit dabei zu sein, ja. Das ist das Ziel, vorne dabei zu sein für dich persönlich? Für mich persönlich schon, ja. Ich gehe immer auf den Platz, um die Spiele zu gewinnen und wenn es so ist, bist du automatisch vorne mit dabei, ja. Manchmal klappt es nicht. Wie heute. Aber ich glaube, der Anspruch von Eberster ist immer so dasselbe: vorne mit dabei zu spielen und im Endeffekt diese Aufstieg irgendwann zu schaffen. Ja. Wir freuen uns, dass du ein weiteres Jahr dabei bist und danken dir. Danke für die offenen Worte.
Ja, Herr Seitz, Sie haben letzte Woche gesagt, wir wollen unbedingt in dieses letzte Saisonspiel gehen und unbedingt gegen Koblenz gewinnen und uns dann auch würdig von den Fans zumindest in der Liga verabschieden. Am Ende 0-4 gegen Koblenz, der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Man kann es so sagen, wobei ich glaube, in der ersten Halbzeit hat es nicht so ausgesehen. Ja, wir waren schon da, wir waren wach. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, haben natürlich zwei gute Chancen, die wir nicht gemacht haben und sind dann ganz, ganz unglücklich mit dem Halbzeitpfiff in Rückstand geraten. Hat dann irgendwo dazugepasst in der zweiten Halbzeit, dieses 1-0, da ein Abfälscher, dann kam die rote Karte und Koblenz war effektiv und deswegen hat sie auch verdient gewonnen. War das heute so ein bisschen vielleicht die Einstellung, Koblenz fährt hierher, kämpft gegen den Abstieg, hat die Fans im Rücken? Ja, aber das ist immer schwer zu sagen. Klar kann es sein, dass der eine oder andere Spieler im Kopf hat, ich darf mich heute nicht verletzen, weil er Montag gegen Saarbrücken am Platz stehen will. Das könnte theoretisch sein, aber da müssen wir die Spieler selber fragen. Aber wie gesagt, durch das, dass die erste Halbzeit fand ich ordentlich war, nur mit dem falschen Ergebnis, denke ich, war es nicht so, dass wir das Beinchen gehoben haben. Es war halt vieles, das dann gegen uns gegangen ist. Der angesprochene Montag ist nicht mehr weit weg. Saarbrücken heute 7-1 in Steinbach gewonnen. Was muss sich nächste Woche Montag ändern? Das Ergebnis? Ja, nein, ich glaube, man darf das nicht über einen Kamm scheren. Die haben 7-1 gewonnen, wir haben 4-0 verloren. Jeder weiß, was in so einem Spiel drin ist. Jeder weiß, was so ein Spiel bedeutet. Jeder weiß, wie eng die Spiele in der Punktrunde waren. Von daher werden wir uns schütteln und werden sofort uns konzentrieren auf den Montag. Seit wir uns so über ein bisschen die Personalplanung letzte Woche unterhalten haben, ist wieder eine Woche vergangen. Gab es denn unter der Woche jetzt Neuigkeiten diesbezüglich, dass vielleicht Spieler unterschrieben haben, nur dass noch keine Namen offiziell sind? Sagen wir so, wir sind am guten Weg. Wann wird es da eventuell Auskünfte geben? Ich glaube schon, dass diese Woche was kommt, weil das hat jetzt nichts mit dem Pokalspiel zu tun, sondern es geht ja rein um die Personalien, nachdem die Saison abgeschlossen ist. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in dieser Woche den einen oder anderen verkünden werden. Dann wollen wir noch ganz kurz zurückblicken auf die abgelaufene Saison. So ein persönliches Fazit, kann man das ziehen? Ja, dass wir alle unzufrieden sind. Ja, ich glaube schon, dass jeder weiß, dass wir wieder in die Saison gestartet sind, um ganz vorne dabei zu sein, um einen der beiden Plätze zu belegen. Das ist auch kein Geheimnis, da haben wir uns ja auch dazu bekannt, sage ich mal. Und wenn du am Schluss nur Fünfter wirst, ist es halt dann auch bitter. Ne? Aber Fünfter ist jetzt, sagen wir mal, von der Gesamtplatzierung her eigentlich kein schlechtes Ergebnis, aber für die SV Elversberg ist es definitiv zu wenig. Was soll sich für nächste Saison jetzt wieder das Wort ändern, Anführungszeichen? Ja, wir werden ja am Kader wieder ein bisschen schrauben. Die Ausgangsposition ist eine neue, weil der Tabellenerste aufsteigt, der zweite fällt weg. Und es muss sich halt ändern, dass wir vom ersten Tag an eine Mannschaft haben, die das Ziel erreichen will. Den Start dürfen wir nicht verblasen, so wie letztes Jahr in der Saison. Und das sind schon viele Dinge, die sich ändern müssen. Wir sehen uns im Pokal, danke. Danke.